So, Freunde, hi. Dossiers, hier haben wir die letzten Folge angeschaut. Von Miranda, von Dr. Mordin, Subject Zero, Legion. Und es wenn ist ihr das. Zeit für den Neuerwerb des effektiven Kassenstatus auf Gashan. Alles. Ich habe Geldmittel vorbereitet, die Ihnen vollständigen Elitezugang ermöglichen. Super, super. Also, genau, ich mag jetzt aber nicht alle durch komplett, gell? Wie gesagt, wenn ihr sehen möchtet, schreibt mir eine Nachricht oder so. Ich schaue es mir selbstverständlich gerne an, werde auf jede Nachricht antworten. Versprochen, so viele werden es ja nicht sein. Haha. genau, und dann schauen wir uns alles an, was ihr sehen möchtet. Aber so viel erstmal dazu. Und jetzt gucken, was es noch gibt. Shadow Broker Schiffsmodell. Nee, danke. Ladensteuerung. Okay. Geil, ne? Mit Koordinaten, als wenn wir sie können erworben werden, ja klar. Ein Agent von Palavin hat die Ausrüstung gekauft, mit der das Duell zwischen General Patinax und Felix Tarnus aufgezeichnet wurde. Das mache ich mal, dass wir hier richtig reich werden können. Okay, was haben wir an Waffen-Upgrades? Schwere Pistole, Schaden, natürlich, machen wir. Funktioniert. Panzerung-Upgrades, jawohl. Machen wir Prototypen, was gibt's hier? Nichts. Ausrüstungsspind, das ist ja fast so. Fast ein bisschen so wie daheim bei mir. Nur nicht ganz so hübsch. Ah, damit kann man die Fähigkeitenpunkte neu verteilen. Ja, cool, geil. Will ich aber gar nicht. Dossiers, nein, lese ich jetzt keine. Okay, mal gucken, was uns diese Tür hier zu bieten hat, da hinten. Ferron, ah, da sitzt er ja, oh je. Ja. Schön, dass Sie vorbeischauen. Wir haben nicht viele Besucher. Ganz ruhig. Sie haben viel durchgemacht. Sie haben vermutlich recht. Ich habe mich noch gar nicht für die Rettung bedankt. Liara hat Sie niemals aufgegeben, Farron. Ich habe nur geholfen. Ich bin immer noch erstaunt, dass Liara gekommen ist. Ich werde Ihnen beiden das nie vergessen. Ich kann das in den Archiven für Sie ablegen, Sir. Den Sekretär kennen Sie also auch schon. Ja. 2 Jahre lang hat Liara nicht aufgehört, nach Ihnen zu suchen. Sie standen sich bestimmt sehr nahe. Sie ist eine gute Freundin. Besser, als ich es verdiene. Mhm. Wie geht es Ihnen, Farron? Ich komme wieder in Ordnung. Ich war ja nicht immer in diesem Verhörstuhl. Duell können mental in alte Erinnerungen flüchten. Sorry. An schlimmen Tagen recht hilfreich. Aber das ist momentan gerade der Spielsound zu laut und die Stimmen zu leise, ist ja schrecklich. Oh Gott, sollen wir ihn darüber fragen? Wie oft hat der Shadow Broker Sie an diesen Apparat gehängt? Oft. Man verliert den Überblick. Er hat die Wachen zusehen lassen. Als Abschreckung. Gottes Willen. Was tun Sie jetzt, wo Sie ein freier Mann sind? Ich will Liara beim Wiederaufbau helfen. Aber danach... Ihr Terminkalender füllt sich, Sir. Ich synchronisiere ihn mit Ihrem Universalwerkzeug. Nein, danke. Schon in Ordnung. Wie kam es dazu, dass Sie und Liara nach meiner Leiche gesucht haben? Cerberus hat mich und Liara angeheuert, um ihre Leiche dem Shadow Broker zu stehlen. Mhm. Ich habe damals für den Broker gearbeitet. Und er war derjenige, der ihre Überreste aufgesammelt hat. Warum haben Sie sich gegen den Shadow Broker gewendet? Er hat angefangen, für die Kollektoren zu arbeiten. Sie waren nicht Ihr erstes Opfer. Ich bin, war, ein Informationshändler. Sklaven liegen mir nicht. Mhm. Wie macht sich Liara Ihrer Ansicht nach als neuer Shadow Broker? Die Operationen sind nach einem kurzen Effektivitätseinbruch fast wieder voll im Betrieb. Seit wir das Netzwerk repariert haben, klebt Liara an den Archiven. Mhm. Sie ist schon mehr als einmal am Schreibtisch eingeschlafen. Sie ist beschäftigt. Aber ich glaube, das gefällt ihr. Mhm. Sie haben anscheinend cool auf jeden Fall, ey, wenn man so die Machtposition da einnimmt. Folgt jedem.
Keine Ahnung, warum der Broker sie behalten hat. Ich bin eine Hülle für eine hochspezialisierte VI zur Datenverarbeitung und wurde gemäß ihren Spezifikationen hergestellt, Shadow Broker. Er hilft bei der Koordinierung der gewaltigen Informationsmengen des Netzwerks. Aber ich würde mir einen anderen Ton wünschen. Sie haben meine Standardpersönlichkeit für ausreichend gehalten, Shadow Broker. Wenn er mich doch nicht immer so nennen würde. Ganz ruhig, Farron. Danke. Also wir müssen uns bei ihm bedanken, weil er ja schließlich... Ey, diese Kackmusik, Alter. Gewünscht habe ich den Seelennamen des Anführers der Hanar-Religion der Entflammten in Erfahrung gebracht. Ja, sag. Wie ist der Seelenname? Oh, jetzt kommt Videoarchiv. Oh, geil. Was macht diese Konsole? Dies ist ein Zugangspunkt für die Videoüberwachung. Ich habe das Archivmaterial vorbereitet, das Sie bei Ihrem letzten Besuch angefordert hatten, Shadow Broker. Nicht vergessen, Sie können zur Detailansicht heranzoomen und während des Abspielens jederzeit pausieren. Okay. Area Omega. Okay. Emily Wong, Citadel. Oh. Ui. Fred Mazai, Citadel. Scheiße, das ist ja geil. Donnell Odina, Citadel. Armando Bailey, Citadel. Okay. David Anderson, Citadel. Rachel Gavon, Omega. Okay. Kalisa Bin Sinan Al-Jilani, Citadel. Ach du Scheiße. Oh je, oh je, oh je. Keeper 20, Citadel. Okay. Matriarchin Athetia Liam. Erdnot Torsk, T'Chanka. Ey, was sie nicht alles für Informationen haben, schon abartig. Gottes Willen. Elias Callum, Omega. Boah. Jacob Taylor, Normandy, SL2. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie kommt der in unsere Überwachungskameras von Normandy? Das ist ja echt übel. Subjekt Zero. Purgatory. Schiff erloschen. Cool, okay. Omega. Ah, okay, okay, jetzt sind wir durch. Das war's ja. Das war das erste. Oh yeah, yeah, okay. Prüfen Sie nicht, ob weitere Videos vorliegen. Okay. Ja, cool. Jetzt haben wir schon hier einiges an Videos hier geholt. Ist ja klasse. Also voll interessant irgendwie. Es gefällt mir sowas, ja. Wo gibt's das schon? Das wäre ungefähr so, wie wenn bei Dragon Age, wenn den Magierturm geht, dann kriegt man die Invest in Links da
Visionen eingepflanzt. Ach, scheiße, scheiße. Noch hier Tschüss sagen, weil wir gehen jetzt nämlich und vielleicht sehen wir uns nie wieder. Liara, meine Liebe. Was ist das hier? Der Börsenbericht von Elkos Combine verschweigt eine Schwäche. Shepard, schön, dass Sie gekommen sind. Ja, danke. Und jetzt noch Küsschen. Und wieder raus geht's. Maybe. Aus der Bude. Yeah. Können wir hier eigentlich uns ducken? Ne, können wir nicht. Okay. Dann auf die Normandy. Damit ist diese Folge hier rum. Das war eine sehr kurze Folge, macht aber gar nichts aus. Wir sind auf jeden Fall in der nächsten Folge bereit, dann ja, uns dem letzten DLC, den ich besorgt habe, ja, aus der Asche zu widmen. Den DLC Overlord? Nee. Das ist auch cool, aber ganz ehrlich, das ist schon Geldmacherei. Der hier ist wirklich wichtig, wegen der Story, wegen allem ganzen Kleinigkeiten, die wir da haben. Na, wobei, nee, eigentlich nicht. Wir erkunden noch die Planeten jetzt. Wir haben noch genug Zeit in der Folge. Genug. Keine neuen Nachrichten. Wüsste nur gern wo. Ja, wie gesagt, ich wüsste nur gern wo diese Planeten jetzt sind. Die so ergiebig sind, aber da fliegen wir jetzt mal raus. Zum Massenportal und dann mal gucken. Ah, da steht's dran. Gut. Reich an Platin, reich an hier, reich an da, Tuchanka. Hier, Dr. Kenzen retten, da in den Vipernebel. Werden wir denn als nächstes gehen? Aber jetzt gehen wir erstmal in Omega, machen reich an Platin. Das will ich schon machen. Und da ich mich vielleicht zurück, ich muss ja gern gescannt haben, habe ich mir schon verdient. Jetzt bin ich immer gespannt. Starte Sonde. Sonde das Scan-Ergebnis schon mal. Sonde unterwegs. Na, so reich ist er jetzt eigentlich gar nicht, oder? Schon reich, aber jetzt nicht so übertrieben. Ja, sag mal, bei der Erkundung bis jetzt hatte ich schon einige gute Planeten dabei. Starte Sonde. Sonde gestartet. Moment. Sonde gestartet. Also Palladium und Iridium haben wir jetzt nie so gebraucht. Platin dagegen ist schon nochmal schon gut verpasst. Und Element Zero ja sowieso. Okay, passt. Passt. Platin haben wir gemacht. Wo ist Reichen Element Zero? Ah. Da gehen wir jetzt hin. Ich glaube, also ehrlich, wir brauchen das jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man das mit ins nächste Spiel nehmen kann. Dann die Menge hier an Zeug, was wir haben. Oh yeah.
Passt schon, passt schon. Sonde unterwegs. Ja, Element Zero war schon wirklich immer das, was man nirgends bekommen hat. Sonde gestartet. Ja, und nach wie vor muss ich sagen, auch immer noch jetzt, nachdem schon einige Stunden Spielzeit vergangen sind, ist das Feedback von den Sonden, also das Abschießen, so vibriert und alles, ja, nach wie vor richtig klasse. Sonde unterwegs. Haben wir schon eine gute Punktzahl vergeben für den Spaß. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Okay. Gut, so, dann kannst du auch ein bisschen zum Platin. Aber ich vermisse noch das megamäßige Element Zero vorkommen. Oh, da ist was. Sonde wie viel unterwegs. Gibt es jetzt? 3000? 18? 19? 19, ah, also so 1,5 rum. Oh, gut. Sonde oh. Unterwegs. Normalerweise gibt es ja Elemente immer an den Polen hauptsächlich, aber hier gutes Vorkommen. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Genau. Ich glaube, den habe ich jetzt ausgelutscht, den Planeten. Sonde unterwegs. Ja, 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 ja. Ja, cool, klasse, auf jeden Fall. Das war schon echt schön, dass wir die zentrale Shadow Brokers da geholt haben. Wir brauchen ansonsten jetzt wirklich nichts mehr. Das habe ich jetzt ohnehin nur gemacht, mir zuliebe. Ja, wir gehen ja auch nicht nach Relict, nach Strabo, müssen wir auch nicht. Wir gehen zum Treibstoffdepot tanken auf und dann... Genau, an der Stelle speichern. Ja, und dann schaltet wieder ein in der nächsten Folge. Geht's dann los, ja. Mit dem letzten DLC aus der Asche und wenn der rum ist, ist auch Mass Effect 2 für mich vorbei. Und wenn ihr, wie gesagt, Wünsche habt, dass ich mir noch ein paar Dossiers anschaue oder eine Nebenmission mache oder so, ja, auf Wunsch mache ich das dann gerne. Aber von selber bin ich dann mit Mass Effect 2 zufrieden, ausgelutscht und so. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, schaltet wieder ein und adieu.